Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier für euch den Banana Beauty Better Together mit allen möglichen anderen Freunden Hello Buddy und Mermaid and Me Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal die ganzen Boxen hier zu erkunden, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 159 Euro und soll einen Warenwert von 489 Euro haben. Das wird nachgerechnet. Auf jeden Fall macht das Ganze schon mal einen Eindruck für mich persönlich, als hätte ich schon mal was für mein Geld bekommen, denn er war schwer, die einzelnen Boxen waren auch recht gut gefüllt. Und jetzt bin ich umso gespannter reinzuschauen und das Ganze mal zu entdecken. Und ja, solltest auch du Teil meiner Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ja, ich habe mir schon so ein paar Boxen hier hingestellt. Da würde ich sagen, wir starten mal am 1. Dezember. Die wollte schon von alleine etwas aufgehen. Schön ist auf jeden Fall, du kannst die Boxen weiterverwenden, denn du hast hier diese Nupsis am Start. Und ja, du hast aber wirklich alle Marken hier immer draufstehen. Ne? Also, ja. Am 1. Dezember haben wir, glaube ich, einen ziemlichen Klassiker drin enthalten. Und zwar ist das eine Originalgröße von der Hello Buddy Cocos Day Coconut Daily Face Cream mit 50 Gramm. Also eine Originalgröße, ein Klassiker, ein toller Start, finde ich persönlich auch in diesen Adventskalender. Ich glaube, da können viele was mit anfangen. Zum 2. Dezember wird es etwas leichter. Banana Beauty ist am Start mit einer Lip Butter und das ist die Farbe Sweetie, Ausrufezeichen. Ja, also die Banana Beauty Lip Butters, ich weiß gar nicht, sind das diese Liquid-Dinger oder sind das einfach so diese Stifte. Die Stifte mag ich. Die Liquids sind, ja, das sind die Stifte. Die sind schön. Die mag ich auch gerne. Und da müsste ich tatsächlich auch noch genau diese Farbe haben. Und die swatchen wir doch einfach mal. Ja, die habe ich schon gut verwendet. Das ist definitiv auch eine, die nicht komplett matt ist. Das ist so ein moviger Ton, ne? Mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Das hat ein bisschen was Kühles mit dabei und auch ein ganz kleines bisschen was Glänzendes, aber jetzt nicht so schimmerglitzernd, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier gehe ich aufgrund der Größe und der Schwere davon aus, dass die dritte Schwester im Bunde hier vertreten sein wird, nämlich Mermaid and Me, und die haben schon schöne Haarpflegeprodukte. Würde ich mir die für den vollen Preis kaufen? Habe ich noch nie, würde ich auch wahrscheinlich nicht machen. Immer nur mit Rabatt oder so. Außerdem ist es halt auch so, dass ich mich freue, wenn ich das in Adventskalendern habe. Und das habe ich letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon gehabt. Dementsprechend finde ich das ganz cool. Das ist Raw Coconut Shampoo Clean and Hydrated Hair soll man dadurch bekommen. Das ist eine Originalgröße und das finde ich super, super toll. Ich hoffe auch, dass wir hier nur Originalgrößen drin haben, ne? 250 Milliliter. Kokos ist jetzt nicht so unbedingt meine Geruchsrichtung, weswegen ich jetzt hier sowohl bei der Tagescreme als auch bei der Haarpflege mir denke, ja, okay, vielleicht gibt es noch andere rein. Aber schön finde ich es auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt eine sehr leichte Nummer 4. Hier haben wir etwas von Banana Beauty drin enthalten. Und hier haben wir die Lift Me Up Baby Mascara, Curl Me Up in Braun. Also braune Mascaras sind, glaube ich, auch ziemlich in. Ich persönlich mag leider nicht so gerne braune Mascaras. Ich mag gerne schwarze Mascaras. Ich mag es gerne sehr intensiv. Aber ich glaube, für den Alltag kommt die richtig, richtig gut. Und deswegen freue ich mich, dass sie drin ist. Es ist eine original große Mascara. Und ich finde auch, dass die Banana Beauty Mascaras sehr, sehr schön sind. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das so ein Faserbürstchen, was bananenförmig ist. Kann ich euch mal einblenden. Und eigentlich, ne, eine schöne Mascara, aber ich brauche sie halt nicht in braun. Der 5. Dezember. Ah, okay, der Deckel war nur so ein bisschen abgeknickt. Da dachte ich gerade, hör, ist das Produkt irgendwie schief? Nein, das ist toll. Das ist Rose Breeze von Hello Buddy, das Daily Toning Face Spray. Da sind 100 Milliliter drin. Also das ist ein Gesichtstoner. Das finde ich richtig nice. Oh, wie schön wäre das, wenn wir wirklich von Hello Buddy auch eine komplette Gesichtspflege hier drin finden würden, ne? Meine Frage, die sich halt hier so grundsätzlich mir stellt, ist halt, bekommen wir hier überhaupt einen anderen Inhalt, als wir den so die letzten Jahre auch gesehen haben, weil meiner Meinung nach gab es jetzt von allen drei Firmen jetzt nicht so die meisten Launches in letzter Zeit. Der 6. Dezember ist Nikolaus und da darf es doch definitiv mal ein bisschen was Besonderes geben, oder? Also das, da wäre ich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Hier haben wir drin enthalten, ey, das finde ich schade. Sind das nicht Marken, die eigentlich aus Deutschland kommen oder sind das amerikanische Marken? Ich weiß es nicht. Kajal Eye Pencil ist es nämlich von Banana Beauty in Blau. Just killing it as always, ja. Also ein Kajal in der 6, weiß ich nicht. Da hätte ich dann vielleicht eher so die braune Mascara drin gesehen. Aber gut, ja. Ein Kajal ist, glaube ich, auch ein Produkt, was beliebt ist. Ich verwende nicht so gerne Kajal, weil ich lieber einen richtig klassischen Eyeliner verwende. Und da hat Banana Beauty auch einen richtig tollen. Das ist einer zum Anspitzen. Und wie gesagt,
gesagt, so ein richtig schönes Mitternachtsblau. Ja, definitiv. Aber für mich jetzt nicht unbedingt so das ultimative 6. Dezember Nikolaus-Produkt. Am 7. Dezember haben wir Safers von Banana Beauty, Mermaid and Me drin enthalten, weil die Box auch so groß und schwer ist. Nein, nicht so safe, denn es ist Hello Body. Schön. Aloe Wash, ein Face Cleansing Gel mit 125 Millilitern. Auch das finde ich toll. Also im Prinzip hast du erst die Gesichtsreinigung, dann hast du den Toner. Hat Banana Beauty Serien? Weiß ich nicht, das werden wir gleich herausfinden. Also schön, die Gesichtspflegeroutine hier vervollständigen. Bin ich ganz vorne mit dabei. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kraft. Und hier haben wir auch wieder was Schweres drin enthalten. Na, vielleicht kommt jetzt Mermaid and Me. Ja, und zwar fehlt uns natürlich noch etwas zu unserem Shampoo. Denn unsere Haare sollen ja nicht nur gewaschen werden, sondern auch ein Conditioner muss verwendet werden. White Hibiscus Conditioner Detangled and Shiny Hair mit 200 Millilitern. Das begrüße ich doch sehr und das war selbstverständlich mal wieder ein Reim. Und ja, finde ich gut. Conditioner verwende ich tatsächlich auch mehr als Shampoo. Ja, deswegen, also von mir aus könnten die Firmen auch einfach gleiche Füllmengen immer reinmachen. Aber gut, ne? Nicht jeder hat ja auch lange Haare, dementsprechend passt das schon. Nice, schön. Ich glaube, in der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas von Banana Beauty freuen, weil das so klein ist und dann wahrscheinlich auch fein. Und ich begrüße es wirklich, wirklich sehr und finde es großartig, dass wir hier echt nur Full-Sizes drin haben. Waterproof Mascara Top Coat. Ist das etwas, was man über Mascara drüber macht, damit sie wasserfest werden? Ja gut, ne? Dann musst du die aber theoretisch nicht nur als Topcoat verwenden, sondern eigentlich auch als erste Schicht, ne? Weil ansonsten kriegst du es ja nach oben hin. Oder du musst es halt quasi von oben auf die Wimpern drauf machen, sonst hat es ja eigentlich keinen Sinn. Rain on Me Waterproof Mascara Topcoat. Da muss ich mal die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place fragen. Die hat ja Banana Beauty Fachwissen von hier bis nach Meppen, ne? Und vielleicht hat sie die schon mal getestet und kann mir sagen, wie die so ist, ob das Sinn macht, das mal auszuprobieren. Denn ich habe das jetzt gerade halt ziemlich intensiv, dass wenn ich hier sitze und halt drehe, dass mir die Mütze zum Beispiel auch die ganze Zeit so die Augenbrauen runterdrückt und dementsprechend meine Wimpern dann ja hier oben die ganze Zeit dran ditschen und dann stempeln die Mascaras halt im Laufe der Zeit ab. Vielleicht funktioniert das ja echt klasse. Mal gucken. Auch in der Nummer 10 darf es jetzt mit was Großem weitergehen. Hello Body, Kokos. Wow, das ist die Coconut Mattifying Clay Face Mask. Die habe ich, glaube ich, sogar schon mal verwendet. 56 Gramm sind hier drin und ich meine mich zu erinnern, dass ich die wohl mochte. Die ist zwar sehr stark parfümiert, aber ich meine, dass die halt auch wirklich meine Haut schön mattiert hat und wenn ich, ja, und wenn ich dann so Unreinheiten hatte, dass sie da auch gut geholfen hat, ne? Das finde ich schön. Also eine sehr, sehr nice Kiste. Die erste Schnapszahl, der 11. Dezember. Oh, Hello Body ist hier direkt hintereinander auch mit dabei von Hello Body, das Rose SOS Spot Treatment ist hier mit 15 Millilitern vertreten. Finde ich ganz schön. Also ich habe auch tatsächlich immer wieder ein Bedürfnis, ein solches Produkt zu verwenden. Da greife ich ganz gerne zu dem von Dalton. Aber ja, also da, oder zu Anti-Pickle-Patches oder so, ne? Aber ich glaube, viele Firmen haben sowas auch mit im Sortiment. Und ich weiß jetzt nicht, wie das so ist. Also ob das gut ist, muss ich nochmal herausfinden. Dann wäre das auf jeden Fall mal eine Sache, die ich mir angucken könnte. Die Frage ist immer, was ist da so drin? Also mit Niacinamiden, okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache und sowas macht ja quasi, dass die Rötungen halt weniger werden und so weiter, also quasi auch ein bisschen entzündungshemmend. Auch mit Kaolin bist du hier ganz gut beraten. Acelainsäure haben wir hier mit drin. Das ist interessant, okay. Ist ja auch als Serum sehr gehypt, ne? Acelainsäure. Ja, cool. Also wenn man sich Acelainsäure übrigens auch noch mal ein bisschen intensiver angucken möchte, gibt es auch so den ein oder anderen Adventskalender, wo sowas drin ist. Zum Beispiel im Purish Adventskalender. Ist im i verlinkt, den bekommt ihr jetzt gerade halt auch noch. Und wenn ihr Interesse an sehr viel Skincare, auch so für unreine Haut zum Beispiel habt, ist dieser Adventskalender, glaube ich, ganz gut geeignet. Halbzeit, die Nummer 12. Oh, Banana Beauty. Damn Girl haben wir. Oder Damn Girl. Das ist ein klassischer Lippenstift mit mattem Finish, steht hier drauf. Hatte ich jemals einen Lippenstift von Banana Beauty? Ich glaube nicht. Oh, schön. Ich mag überhaupt nicht so gerne matte Finishes, aber vielleicht ist der toll. Schöne Farbe. Oh, aber ich glaube, der ist ultra matt, ne? Riecht mega geil. Der riecht richtig, richtig süß. Aber ich glaube, das ist wirklich Wüste Gobi auf den Lippen, wenn man den sich drauf macht. Das sehe ich ja allein schon von der Oberfläche her, ne? Ich glaube, das ist nicht so ganz meins. Der hat übrigens fast die gleiche Farbe wie der Sweetie. Das ist dann die Frage, findet man das gut? Ich persönlich hätte es vielleicht schön gefunden, wenn man da unterschiedliche Farben reinmacht, damit man auch ein bisschen Farbvielfalt von Banana Beauty mitbekommt, ne?
Naja. Am 13. Dezember erwartet uns wieder eine grüne Box. Hier haben wir was drin enthalten, was ich persönlich eher weniger verwende, weil es ein mechanisches Peeling ist. Und zwar von Hello Buddy. Das Kokos Pure Coconut Coffee Face Scrub. Da haben wir 93 Gramm drin enthalten. Wenn ich jetzt diesen Adventskalender nicht für meinen Kanal zum Vorstellen gekauft hätte, sondern ihn mir einfach so gekauft hätte und das drin gehabt hätte, hätte ich dieses Scrub einfach für den Körper verwendet. Weil so ein Coffee Scrub für den Körper ist ganz nice. Ich muss aber sagen, dass es, glaube ich, ein bisschen teuer wäre, denn hier haben wir 100 Milliliter drin und ja, das hast du relativ schnell am Körper aufgebraucht, ne? Ich persönlich, wie gesagt, bin kein Fan von mechanischen Peelings im Gesicht, aber da ist jeder Jack ja ein bisschen anders, ne? Ich bin da eher so ein Fan von chemischen Peelings oder von Enzympeelings. Banana Beauty ist mit einer Lip Butter hier drin in der Farbe Cutie Pie. Oh, ja, also die Lippenbutters von Banana Beauty sind schön, weil die halt auch diese Pflegewirkung mit dabei haben. Ne? Da hatten wir ja eben auch schon einen von, genau. Das ist jetzt der zweite. Auch wieder eine sehr, sehr schöne Farbe. Die geht ein bisschen mehr so in das Orangige mit rein. Ne? Muss man mögen. Ist halt auch so bräunlich-orangig, genau. Für mich wäre es, glaube ich, ein Tick zu orangig, wenn man das halt zu sehr bei mir sehen würde. Aber trotzdem ein schöner Ton. Der 15. Dezember. Oh, hier haben wir von Hello Buddy ein 5% Peptidkomplex drin für Elasticity und Firming. Ja, das ist ein Booster für alle Hauttypen geeignet. Das dürfte dann ein Serum sein. Das finde ich schön. Kann man sich sicherlich pur auftragen oder in die Creme mischen. Und hier haben wir 15 Milliliter drin enthalten. Und ich glaube, Peptide ist auch etwas, was jeder ganz gut verwenden kann, weil das ja im Prinzip auch dafür da ist, dass die Hautbarriere gestärkt wird. Und ich glaube, das kann jeder von uns wirklich gut gebrauchen. Ein schönes Produkt, muss ich wirklich sagen. Der 16. Dezember. Hier haben wir eine Haarmaske drin. Und ja, für diesen Adventskalender musst du Kokos nicht nur mögen, sondern lieben. Wenn nicht sogar vergöttern. Hier ist Raw Coconut Clay Mask für Clean Scalp and Hydrated Hair drin enthalten mit 220 Millilitern. Es ist jetzt unsere erste Haarmaske. Und ich befürchte, dass es auch die einzige bleiben wird, was ich sehr schade finde. Das ist halt wirklich auch vor allem für die Haar, also für die Kopfhaut gedacht, ne? Und wow, du lässt es auf der trockenen Kopfhaut mindestens 15 Minuten einwirken und dann kannst du das gründlich mit Shampoo auswaschen. Also das ist quasi, bevor du deine Haare wäschst, ne? Um halt deine Kopfhaut entsprechend zu maskieren, zu pflegen. Muss ich vielleicht wirklich mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember in meinen Händen. Banana Beauty. Ein Highlighter. Mutig. Dear Sparkle. Oha. Okay. Ja, ein Highlighter. Es wird ein Liquid Highlighter sein und ich hoffe, dass die Farbe schön ist. Oh, ich sehe keine Farbe. Ach so, das ist so einer, so ein Stick. Okay, das ist nochmal was anderes. Das ist so ein Roséton. Der könnte passen. Könnte passen. Ich meine, dass ich schon mal einen von Banana Beauty hatte. Da werde ich mir noch mal ein bisschen angucken, ob das wirklich auch sich für mich lohnt, ne? Weil ich meine, dass der, den ich gesehen hat... Nein, komm, wir swatchen den jetzt. Was soll der Falschgeiz hier? Nein, der ist schön. Der ist schön. Das ist ein schöner Perl-Highlighter. Der ist schön. Der ist schön. Ja, doch, doch. Ich hatte ein bisschen Bedenken erst, ob das vielleicht zu dunkel sein könnte oder zu glitzernd oder vielleicht dann doch zu dezent, aber ich glaube, der ist was. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember. Hello Buddy Lash Booster Lash and Brow Serum. Oh, da kommen sie jetzt immer mehr mit um die Ecke. 6 Milliliter sind hier drin enthalten. Das finde ich interessant. Ich denke, dass das hier auf Peptidbasis sein wird oder auf Koffein haben wir hier auf jeden Fall drin. Panthenol, Allantoin. Das hört sich auf jeden Fall ganz interessant an. Genau, also das ist halt mehr pflegend, als also sowohl Haut als auch faserpflegend, genau. Wimpernpflegend, aber halt jetzt nicht mit Hormonen drin enthalten. Das heißt, es ist dann eher ein Serum, was halt vor Haarbruch schützt und weniger eins, was macht, dass die Wimpern ausfallen. Aber das ist ja nicht verkehrt, ne? Finde ich sehr, sehr schön. Ich persönlich würde es dann wahrscheinlich mit den Serien kombinieren, die ich aktuell so in Anwendung habe. Der 19. Dezember. Oh, hier haben wir, noch ein Serum drin. 10% Niacinamide, Refining and Soothing. Auch hier ein Booster von Hello Buddy mit 15 Millilitern. Das ist doch mal eine feine Sache. Also da haben wir dann schon unser zweites Serum, das man dann auch für sich entscheiden kann, was möchte man lieber verwenden. Möchte man lieber die Hautbarriere stärken oder möchte man gerne mit Wirkstoffen arbeiten, sodass man jetzt auch so ein bisschen Pigmentflecken aufhält und so. Ne? Das machen Niacinamide nämlich ganz gerne. Schön. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich den 20. Dezember. It's dope. Oh, das ist ein Eyeliner von denen, die ich sehr, sehr gerne von Banana Beauty mag. Und der ist in grün. Wow. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Wir hatten ja schon Blau.
aber als Kajal halt, ne? Und das ist halt auch so ein richtig schönes Grün, was ich auch wirklich sehen würde Richtung Weihnachten oder so. Mag ich sehr gerne leiden. Schönes Dunkelgrün. Wow, das ist crazy, Leute. Am 21. Dezember vermute ich eine zweite Haarmaske von Mermaid & Me. Power Papaya Clay Mask. Ah, auch das ist so eine Clean Scalp in Strong Hair Maske. Da hätte ich vielleicht mir gewünscht, dass man dann was für die Längen bekommt, für die Längen und Spitzen. Das wäre mir schön gewesen, aber immerhin, das ist eine Originalgröße. Zwei Tage vor Heiligabend habe ich die zweite und letzte Schnapszahl, den 22. Dezember. Hier habe ich was für die Augen drin enthalten. Das ist von Hello Body die Cara Look Illuminating Eye Cream mit 15 Gramm. Die schaut einmal so aus und die habe ich auch schon mal verwendet. Die ist mir dann aber, glaube ich, gekippt oder so. Oder ich habe da keinen großen Effekt gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die irgendwann mal halb leer aussortiert hatte. Oder hatte die eine Tönung mit dabei? Da bin ich mir gerade gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich mochte sie auf jeden Fall leider nicht ganz so gerne. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember. Und da schauen wir mal, was uns der wundervolle Adventskalender geben möchte. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir hier am 23. Dezember irgendwie so ein Special-Produkt sonst auch drin gehabt hätten. So zum Baden, zum Relaxen oder so. Aber hier haben wir was drin. Ein Velvet Lip Mousse in der Farbe Bold Type von Banana Beauty. Die mag ich leider gar nicht. Die sind mir nämlich zu schwer, zu massiv auf den Lippen. Und das ist natürlich eine wunderschöne Farbe. Das passt. Das ist so ein roter Beerenton, ne? Also schon sehr, sehr hübsch. Aber ich mag die Textur leider nicht so gern auf meinen Lippen. Hier habe ich ihn nun, den 24. Dezember. Das ist das Highlight von diesem Adventskalender. Also bislang bin ich sehr, sehr happy, was wir hier insgesamt so drin haben, weil wir wirklich nur Originalgrößen finden. Ist vernünftig vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Und hier habe ich jetzt noch ein Serum drin. Okay, Hello Body Aloe Drops Daily Face Glow Booster mit 30 Millilitern. Okay, auch das ist ein Serum, wo ich sagen würde, kann eigentlich jeder Hautton verwenden. Ist eigentlich ganz gut, oder Hauttyp, ne? Ist eigentlich eine ganz, ja, gute Schweiz-Geschichte. Wir haben hier auch wieder die Glaspipette mit am Start und das finde ich tatsächlich schön. Aber als 24, ja, ist es okay. Doch schon. Ja, ja, doch. Das ist schon ein schönes Produkt für die 24, ne? Man darf halt nicht vergessen, was sonst halt auch so im Sortiment so drin ist. Ich persönlich hätte es halt sonst auch cool gefunden. Banana Beauty hat ja auch so kleinere Lidschattenpaletten oder so. Das vielleicht in der 24 hätte ich hart gefeiert. Das ist er nur gewesen, der Hello Body Mermaid & Me und Banana Beauty Adventskalender. Für 159 Euro beschwere ich mich ganz ehrlich gesagt wirklich gar nicht, denn wir haben hier tolle Produkte ausschließlich Full Size drin enthalten. Wenn man immer schon mal Bock hatte, diese Marken zu testen, kommt man hier, glaube ich, ganz gut bei weg. Man muss halt bedenken, dass du relativ viele Lippenprodukte auch mit dabei hast, dass du sehr, sehr viel aus der Kokosreihe hier drin enthalten haben wirst, aus sowohl Mermaid & Me als auch Hello Body, ne? Aber im Großen und Ganzen kann eigentlich jeder alles soweit verwenden, was hier drin enthalten ist. Denn ich finde, selbst der Highlighter hat eine eher transparente Base. Also den sehe ich jetzt so auf meiner Hand nicht so super intensiv, ne? Also für mich ein schöner Adventskalender, wenn man sagt, Mensch, ich habe Bock auf diese Marken, ich habe Bock drauf, das mal auszuprobieren. Es ist ein gutes Set, eine gute Zusammenstellung. Du hast hier halt nicht diese krass neuen Produkte drin enthalten. Das muss man halt bedenken. Du hast hier eigentlich so Produkte, die man eigentlich immer schon mal irgendwo gesehen hat, die man eigentlich auch so kennt. Es ist jetzt nichts super krass Überwältigendes. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Da können wir uns super gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.